So, jetzt kommt die Folge 272. Jetzt haben wir den manuellen Modus eingeschaltet. Der Limiter ist auf Musik. LS14, 320. Center Mikrofon ist an. Lokal wieder aus. So, jetzt stelle ich das Gerät wieder hier oben hin auf die Ablage von meinem Bett. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mit den Teilen mache. Also, wie ich das überall teile. Ich beginne. Schalter. YouTube aktiviert. YouTube schließen. Schließ mal alles erstmal, was wir nicht brauchen. Ja. Jetzt müsstet ihr auch alles ein bisschen lauter hören. Gut, wir gehen in den Podcast-Ordner rein. Gehen nochmal in Anchor rein. Gut, das ist die Folge, die wir gerade auch bei YouTube hochgeladen haben und bei Anchor hochgeladen haben. So, und die möchte ich jetzt teilen. Ich teile sie jetzt. Ich beginne mit Facebook. Jetzt kann man hier einen Text eingeben, brauche ich aber nicht. Ich gehe auf Weiter. Dann auf Teilen. So. Wir haben sie geteilt. Jetzt teilen wir die Folge nochmal und zwar jetzt auf Twitter. Twitter. Podcast an, genau. Twittern. Jetzt twittern wir die. Genau. Jetzt befinde ich mich gleich in der Twitter-App und kann jetzt sozusagen, jetzt gehe ich auf den Tweet und jetzt kann ich gefällt mir machen und ich gehe auf Retweeten, das heißt also in Twitter selbst nochmal teilen. Ja. Gut. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem YouTube-Link. Das heißt, ich gehe jetzt in YouTube rein. Wie gesagt, das ist für euch, der ihr kein iPhone habt, jetzt ein bisschen stressig, aber ja, was soll ich sonst machen als Folge? Und da ich schon will, möchte ja nochmal den LS14 so ein bisschen verewigen, da müsst ihr jetzt durch oder ja, halt abschalten, wie ihr halt wollt. Für die, die das halt kennen mit dem iPhone hier, ja, jetzt teilen wir den YouTube-Link auch. Bei Twitter und bei Facebook. Das heißt, ich gehe jetzt in YouTube rein. Dann gehe ich auf mein Konto. YouTube, benannt zu, mein Konto, Taste, mein Konto. Dann auf meinen Kanal. Schließen, über mein Sven Heidenreich, mein Sven, mein Blut im Konto hinzu, mein Kanal, Taste. So, dann gehe ich auf. Zurück, selbst zu, mehr aus Video, Play, kann Sven, Kanal, war Videos von Bluts über Podcast von Sven Heidenreich, Folge 270 aufgenommen. Genau. Aktionsmenü. Zu, Speck, zu Play, teilen. Teilen. So, hier muss ich dann auf Mehr gehen, sonst abbrechen, mehr, kriege ich Facebook nicht angezeigt. YouTube.com, kopieren. Dann auf Facebook. Twitter, Facebook, Taste. So, jetzt können wir dann mal ein Textfeld eingeben, brauchen wir aber nicht. Abbrechen, Feld weiter, grau, auf Weitergehen. Grau dargestellt, weiter, Taste. Abbrechen, Facebook, weiter, Taste. Weiter. So. Abbrechen, teilen, Taste. Dann teilen wir das Ganze mal. Teilen. So, ja, nebenbei könnt ihr jetzt hören den LS14, ne? Also wie er aufnimmt. Ne? Ihr könnt die Katze hören, Blackie hat gerade gemauzt, also ja. So, jetzt. Zurück, selbst zu mehr Auswahl. Videos, Playlists, Kanal, Videos, per Blues, Podcast, Aktionsmenü. Teilen wir es auf Twitter. Zu später ansehen hinzufügen, zu teilen. Teilen. Hier brauche ich nicht auf Mehr gehen, weil Twitter gleich teilen, Twitter, das erste ist. So. Twitter, Text, abbrechen. Twittern, genau. So. Twitter Mitteilung. Dein Tweet wurde gesendet. Und jetzt haben wir das geteilt auf Twitter. Account best Sven Heidenreich. Und jetzt Antwort, gefällt. Auf Gefällt mir machen in Twitter. Retweeten. Jetzt retweeten wir das noch. Schließen. Retweeten. Taste. Retweeten. Genau. Account Menü. Super. Sven Heidenreich. Taste. So, jetzt haben wir die beiden Sachen erstmal auf Twitter, Twitter schließen. Und auf Facebook geteilt. Aktuelle Aktion. YouTube schließt Anchor. Aktuelle Aktion. Anchor schließt. Anchor schließt. Jetzt schließe ich erstmal alles. So, jetzt geht es aber weiter. Ich habe nämlich zwei Facebook-Seiten und ich teile es immer in der Chronik von Flo. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, ich gehe jetzt auf Facebook,
Mitteilung, Podcast, Mute, Google, Apple, soziale Netze, Ordner. WhatsApp, Facebook, Facebook. Die Arbeit, Profilbild, Taste. Genau. Das hätten wir auch. Jetzt tippe ich einfach einen Beitrag an. Michelle Hartung. Ja gut, wollen wir nicht wissen. Du sollst mich hier nicht vorlesen, sondern genau, jetzt noch einen nach rechts und jetzt streiche ich mit zwei Fingern nach oben. Jetzt haben wir die Auswahl. Jetzt gehe ich auf aktuell. Du siehst zuerst neue Beiträge. Genau. Sven Heidenreich. Hier sind meine beiden. Genau. Wir gehen erst auf den Anker-Link. So, den teile ich jetzt nochmal in Facebook. Schließen. Jetzt teilen. Zack. Wird gepostet. Tab Startseite 1 von 3. Dass er nochmal auftaucht. Gepostet. Genau. Eminadin. Sven Heidenreich. Jetzt. Vor 4 Minuten weitere teilen. Jetzt kommt die erste Seite. Tab Beitrag Zielseite auswählen. Zielseite auswählen. Wir gehen auf Zielseite aus. Grundgruppe. Sven. Svenny Heidenreich. Das ist die erste Facebook-Seite. Die wähle ich jetzt aus. Beitrag verfassen. Tast schließt. Sven zieht da. Sagt jetzt teilen. Und hier auf jetzt teilen. Gepostet, Tab, Startseite, genau. 1 von 3, Taste. Gepostet. Bing, so. Sven Heidenreich, teilen, jetzt die zweite Facebook-Seite. Zielseite auswählen, Auswahl, Grundgruppe, Sven Heidenreich, Beitrag. Das ist Sven Heidenreich und gehe wieder auf jetzt teilen. Beitrag, Zielseite, Mail, jetzt teilen, Taste, sag etwa, jetzt teilen, Taste. So. Wird gepostet, Facebook, Tab, Startseite, 1 von 3, Taste, gepostet. Genau, und jetzt... Sven Heidenreich, Weib teilen. Genau, jetzt Schließen. Noch in der Chronik von Flo. Weib, Sven, Zielseite aus, Auswahl, Mute, Grundgruppe, Chronik eines Freundes suchen, Suchfeld, ja. Schließen, Wähl, Chronik suchen, Rian S, Taste, suchen, Rian S, da Taste. Ist er. Beitrag verfassen, Taste, Zielseite auswählen, Rians Chronik, Taste. Genau, er sagt noch an, Rians Chronik, Schließen. Rian. Beitrag, Sven, Zielseite, sag et, jetzt teilen, Taste. Genau. Startseite 1 von 3, Taste. Gepostet. Das war jetzt der Anker-Link. Das gleiche mache ich jetzt auch mit dem YouTube-Link. Eminadin, dein News. Da ist er. Sven Heidenreich, vor 3 Minuten. Also wir teilen es nochmal in Facebook. Schließen. Bald Zweck Zielprinz sagt jetzt teilen. Ja, also dass er nochmal auftaucht. Gepostet. Genau. Zweck, dein News. Sven so, jetzt die erste teilen. Seite. Schließen. Bald Zweck Zielseite auswählen. Auswahl. Sven. So. Beitrag schließen. Beitrag. Sag jetzt teilen. Genau. Wird gepostet. Facebook. So. Überschrift. Gepostet. Auf der ersten Seite geteilt. Sven. Dein News. Jetzt die zweite Seite. Schließen. Beitrag. Ziel. Private Zielseite auswählen. Auswahl. Grundgruppe. Sven Heidenreich. Beitrag verfassen. Schließen. Zitat. Sag jetzt teilen. Wird gepostet. So. Facebook. Überschrift. Das haben wir auch geteilt. Sven, dein News. Jetzt Sven, noch weiter teilen. Rians Chronik. Schließen. Zweck Zielseite auswählen. Auswahl. Chronik eines Freundes Schrägstrich einer Freundin. Suchen. Genau. Suchfeld. Schließen. Wähle Chronik eines Freundes Schrägstrich einer Suchen. Suchfeld. Rian S. Suchen. Rian suchen. Such Chronik eines Freundes suchen. Rian S. Taste. Genau. Beitrag verfassen. Taste. Zielseite auswählen. Rians Chronik. Taste. Genau. Da. Sag jetzt teilen. Taste. Wird gepostet. Facebook. Überschrift. Gepostet. Genau. Jetzt tippe ich wieder einen Beitrag an. Sven Heidenreich. Vor 7 Minuten. Und streiche mit drei Fingern nach unten. Weitere Optionen. Pod, Seite 1 von 6. Inhalt wird aktualisiert. So. Jetzt wird der Inhalt aktualisiert. Jetzt habe ich hier natürlich alle Beiträge von mir. Sven Heidenreich. Und gehe auf Gefällt mir. Rians Freunde von Gefällt mir. Sven Heidenreich gefällt mir. Der nächste. Eminadin gefällt mir. Sven Heidenreich gefällt mir. Sven Heidenreich gefällt mir. Sven Heidenreich gefällt mir. Tomorrow. Sven Heidenreich gefällt mir. So. Sven Heidenreich vor 5 gefällt mir. Sven Heidenreich. Sven Heidenreich gefällt mir. Vorgeschlagen. Sven Heidenreich gefällt mir. Reaktion entfernen. Genau. Also jetzt haben wir alle Beiträge mit gefällt mir auch markiert. Muss ich noch in den Benachrichtigen? Genau, und dann steht in den Benachrichtigungen steht immer drin, was ich geteilt habe.
Genau. Jetzt gehen wir wieder raus. Facebook schließt. So. Dienstprogramme Ordner. 5 Apps. Ja, das war also jetzt, jetzt habt ihr mal mitbekommen, wie ich das teile. Es ist natürlich schwierig nachzuvollziehen, wenn man jetzt kein iPhone hat. Und man hört ja auch sehr viel Gequatsche und das ist natürlich alles ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber ich dachte mir, ja, was soll ich sonst als Folge machen? Und so habt ihr das jetzt nochmal gehört. Und ja, jetzt werde ich auch diese beiden Folgen hochladen, sodass ihr dann praktisch zwei Folgen nochmal habt. Und ja, das Handy wieder dahin. Ja, jetzt haben wir schon 81%, das ist natürlich gut. Ja, ist gut. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt, habt ihr wieder ein bisschen was zu hören. Und für die Leute, die es interessiert, wie ich das alles so mache, ne? Ich meine, vielleicht hat der andere ja auch eine bessere Lösung. Ne? Vielleicht gibt es ja auch einen Podcaster, der sagt, du Sven, du kannst auch mit dem Programm umwandeln oder so. Ich bin für Tipps gerne zu haben. Ja. So. Jetzt kannst du noch ein bisschen aufladen. Gut. Dann werde ich jetzt gleich wieder meinen PC starten. Ja, dann habt ihr jetzt also Folgen, die ein bisschen anders sind, für die kein iPhone haben und für sehende Leute etwas nervig, aber auch das gehört zum Podcast dazu. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, Aaron, dass es für dich interessant war, also wie ich das so mache. Ich meine, du machst es ja ähnlich. Aber vielleicht ist ja auch das ein oder andere dabei, wo du jetzt vielleicht was rausgehört hast. Oder ja, vielleicht kannst du mir auch einen Tipp geben. Vielleicht hast du ja auch irgendwas rausgehört und hast gesagt und kannst sagen, ach Sven, du kannst doch die App dafür nehmen. Warum machst du das denn so kompliziert? Ne? Also, wie gesagt, ich bin für jeden Tipp zu haben. Mieze. So. Ja, ich bin halt mit dem Videoumwandeln noch nicht so zufrieden, denn ich finde es ja toll, dass man das mit der Schuhe-App kann, aber sie braucht halt eine Weile. Gut, ich könnte es auch mit dem MP4-Konverter machen. Aber da kriege ich die Datei dann nachträglich nicht in den Fotos-Ordner. Und das ist so eine Sache. Ja. Ja. Ja, ist gut. Unbekannt. So, ich werde jetzt also die beiden Folgen nach und nach hochladen, sodass ihr schön. Von mir. Das heißt, ich muss ja die beiden Folgen erstmal hochladen und von daher, ja, ich habe auch überlegt, es erst als eine Folge zu machen, aber nein, ich denke mal, es ist gut, wenn ich auch mal, wenn es zwei Folgen sind, so ist es nicht ganz so lang und so könnt ihr aber noch schnell ausschalten und die nächste Folge anmachen. Das ist halt auch noch möglich. Wie gesagt, ne? Das sind jetzt Folgen, die ihr euch nicht unbedingt anhören müsst. Nur halt, wenn es euch interessiert, dann, ja. Bin ja mal gespannt, wer sich das auch wirklich reinzieht und wer da mir wirklich noch einen Tipp geben kann. Oder wer, ja, mal gucken. Bin ich gespannt drauf. Gut, dann beende ich jetzt die Folge. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 202.